Hier in der Bundesrepublik wird diese Grenze, so scheint mir, ständig emotionalisiert. Sie wird in einen Nebel von Gefühlen getaucht. Andauernd wird so getan, als handelte es sich dabei in erster Linie um eine Grenze zwischen Onkeln und Nichten. Und irgendwie fällt unter den Tisch, dass es schließlich auch die Grenze zwischen Ost und West ist, zwischen NATO und Warschauer Pakt. Eigentlich verläuft zwischen den beiden deutschen Staaten die Grenze zwischen, sagen wir, Belgien und der Mongolei. Juni 1986, Lübecker Bucht. Ein Boot des Bundesgrenzschutzes patrouilliert im nördlichsten Abschnitt der deutsch-deutschen Grenze. Tonnen markieren den Grenzverlauf. Auch ein Wachboot der DDR ist im Einsatz. Entlang der Grenze, entlang der Trennlinie zwischen beiden deutschen Staaten. Auffällige Ruhe. Von ihrer Gefährlichkeit, ihrer Härte ist wenig zu erkennen. Hier und da Bauarbeiten. Wo die Grenze einsehbar ist, tut sich wenig. Die Grenztruppen der DDR kontrollieren das Hinterland. Vor grenznahen Ortschaften sind drüben zusätzliche Grenzsperren errichtet worden. Mauern, Sichtblenden wie in Berlin. Meistens wohnen dahinter besonders linientreue DDR-Bürger. Die Grenze mitten durch Deutschland unterbricht über 30 Eisenbahnlinien, ebenso viele Bundesstraßen, rund 140 Landstraßen und tausende von öffentlichen Gemeinde- und privaten Wirtschaftswegen. Reisen für Bundesbürger in und durch die DDR sind trotz allem in den letzten Jahren fast problemlos geworden. Die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR ist auch sehr merkwürdig. Ich bin später öfter Transit gefahren von Berlin nach Westdeutschland hin und habe auch die Leute beobachtet, die Bundesbürger, die Transit fahren. Es ist ja ein sehr seltsames Gefühl. Man tut ja so, als ob man gar nicht richtig anwesend ist, weil man verunsichert ist. Viele Bundesbürger wissen auch gar nicht, was sie nun dürfen oder was sie nicht dürfen und haben auch einfach ein bisschen Angst. Und wenn man von den DDR-Behörden angesprochen wird, man hat ja sofort ein schlechtes Gewissen und weiß nicht genau, wie man sich verhalten soll. So dass manche Leute wie mit Scheuklappen schnell durchfahren und sich aber andererseits auch wie von einem anderen Planeten vorkommen. Grenzübergang bei Lübeck, Darmausgang der Nation. Bis zu 200 bundesdeutsche Müllfahrzeuge passieren täglich problemlos die Grenze. Sie transportieren Haus- und Sondermüll zur größten Giftmülldeponie Europas nach Schönberg in der DDR. Scharfe Kontrollen gibt es nur auf der Rückfahrt. Die gucken alles nach. Die gucken mit dem Spiegel unterm Wagen, die gucken in den Container rein, die gucken ins Führerhaus, die gucken unter das Führerhaus. Ist nicht möglich. Ist wirklich nicht möglich, jemanden rüber zu schleudern. Das ist nicht drin. Sie fahren von Deutschland nach Deutschland. Was denkt man da so? Was hat man da so im Herzen, im Hirn? Wir fahren eine Cousine besuchen. Ja. Wie denkt man über die Grenze, über die deutsch-deutsche Grenze? Ja, da machen wir uns nicht weiter zu äußern. Das ist. Komm. Ist nicht. Dann gehen wir kann ich nicht sagen. Schweigen. Am besten nichts sagen. In der DDR ist die deutsch-deutsche Grenze offiziell kein Thema. Bilder von ihr wurden so gut wie nie veröffentlicht. Die Idylle trügt. Seen und Flüsse gelten als besonders fluchtsicher. Der sogenannte Spurensicherungsstreifen wurde mit Unkrautvernichtungsmitteln bearbeitet. Er soll sauber bleiben, damit eventuelle Fluchtspuren schnell entdeckt werden können. Nur sie trennt also zwei Weltsysteme voneinander. Sie trennt nicht nur einen deutschen Staat vom anderen deutschen Staat. Sie trennt zwei Denk-, Fühl- und soziale Systeme voneinander. Insofern ist sie hart, unerbittlich, kalt und gelegentlich sehr undurchlässig. Eine Gesellschaft, ein Staat, der solche Grenzziehungen macht, ist krank und macht krank. Es ist die Aufgabe von denen, die so behandelt werden, sich davon zu befreien und dennoch ihr Leben zu machen. Die Grenze mitten durch Deutschland, mitten durch Europa.
Die Grenze der DDR wurde eigentlich zunächst ausgebaut im Mai 1952 als Reaktion auf die sogenannten Westverträge der Bundesrepublik Deutschland. Da wollte man sich von der anderen Seite von der DDR abgrenzen. Das hat sich dann laufend verschärft, aber man kam noch durch, wenn man durchkommen wollte, die Sperrbrecher, auch über die innerdeutsche Grenze. West-Berlin war ja noch offen. Es wurde dann schlimm erst ab August 1961 mit dem Mauerbau. Zugleich mit dem Mauerbau, mit der Absperrung West-Berlins, hat man die innerdeutschen Grenzanlagen sehr stark verstärkt. Militärähnlich verstärkt, wie in West-Berlin auch oder wie zu West-Berlin auch. Und hat sie ständig ausgebaut und hat dann Anfang 1970 die ersten Selbstschussanlagen dorthin gebaut. Bodenminen gab es schon seit den 50er Jahren. Diese Selbstschussanlagen hat man erst Ende 1984 wieder abgebaut und auch die Bodenminen bis Ende 1985. Das geht zurück auf Versprechen von Erich Honecker gegenüber bundesdeutschen Politikern. Die Elbe. Hier ist der Grenzverlauf zwischen den beiden deutschen Staaten umstritten. Nach Ostberliner Auffassung verläuft er in der Mitte des Flusses. Bonn beharrt auf dem Verlauf am Nordostufer des 94 Kilometer langen Elbabschnittes. Alle Versuche, sich in der gemeinsamen Grenzkommission zu einigen, scheiterten bisher. DDR-Boote patrouillieren auf der Elbe, ebenso die Schiffe des Zolls im Auftrag des Bundesgrenzschutzes. Eine Flucht durch den Fluss ist nur ganz selten gelungen, endete oft in einer deutsch-deutschen Tragödie. Ich heiße Armin Gerbrand, bin 20 Jahre alt. Am 15. April diesen Jahres habe ich mit meinem Bruder die DDR illegal verlassen. Wir sind nachts aus Lenzen geflohen und haben uns dann bis zu den Sperranlagen durchgerobbt. Wir sind dann an einen Wachturm gekommen, der nicht besetzt war, und haben versucht, die Zäune zu überwinden. Als das nicht gelang, sind wir an dieser Grenze, die mit Alarmanlage ausgestattet war und Strom, entlang gegangen. Wir sind an ein Haus gekommen, haben eine Gartenpforte ausgehängt und haben diese an die Grenze gestellt und sind über die Zäune. Dann sind wir in die Elbe gegangen und haben versucht, die DDR auf dieser Weise zu verlassen. Die Elbe hatte zu diesem Zeitpunkt Hochwasser und die Strömung war sehr stark. Wir kamen an einem Baum, der fast also unter Wasser stand, und hielten uns da noch mal kurz fest. Und als wir in die Strömung reinkamen, geriet mein Bruder in Panik und verlor die Kraft und auch verzweifelte. Darauf ertrank er und ich konnte ihm nicht mehr helfen. Ich habe mit Mühe und Not die Elbe erreicht und bin jetzt hier. Konnten Sie Ihrem Bruder nicht mehr helfen? Nee, war nicht mehr möglich. Die Strömung war stark, das Wasser war kalt und ich war 19 Jahre alt. Waren Sie stärker, konnten Sie besser schwimmen als er? Ich war ein Jahr älter und ich glaube schon, dass ich in einer körperlichen, besseren Verfassung da war, aber er trank und ich bin alleine hier angekommen. Ein deutsch-deutsches Schicksal. Nirgendwo wird das Trennende spürbarer als an dieser Grenze mit ihren fast unüberwindbaren Sperranlagen. Weiter geht es. Immer wieder begegnen wir Angehörigen der DDR-Grenztruppen, werden unzählige Male fotografiert, von Grenzaufklärern gemeldet. Ein ehemaliger Offizier der DDR-Grenztruppen erinnert sich. Man ist in der Regel für 8 bis 10 Stunden direkt an der Grenze, täglich.
Und in diesen 8 bis 10 Stunden werden dann eben die Posten an den verschiedenen Schwerpunkten eingesetzt. Also es ist nicht so, dass die Soldaten dort auf Sichtweite stehen. Und der Dienst sieht eben so aus, dass sie in der Regel Beobachtung führen. Meistens in der sogenannten feindfertigen Richtung, also in Richtung Bundesrepublik, um dort irgendwelche Angehörigen des Bundesgrenzschutzes oder des Zolls oder auch Zivilbürger, die häufiger an der Grenze auftreten, dort zu identifizieren, beziehungsweise irgendwelche Truppenansammlungen irgendwelcher NATO-Angehörigen zu erkennen und diese dann weiterzumelden. Falls Flüchtlinge an der Grenze auftreffen, ist das meistens vorher bekannt. Also bevor die Leute in den Grenzdienst gehen, werden dort schon Fahndungsmeldungen bekannt gegeben. Dort wird eben genau gesagt, der und der ist aus der Ortschaft verschwunden und wird wahrscheinlich in diesem Abschnitt auf die Grenze auftreffen. Und man muss eben besonders vorsichtig sein. Meistens werden dann diese Leute, die versuchen, die Grenze zu überwinden, als Verbrecher dargestellt, mehrfach vorbestraft, schon mehrfach versucht, die Republik illegal zu verlassen, meistens bewaffnet, obwohl es kaum möglich ist, in der DDR eine Waffe zu kriegen. Ja, so werden die Leute eben heiß gemacht. Ja, bei Festnahmen von Personen, also Flüchtlingen, werden in der Regel Auszeichnungen verteilt. Auszeichnungen in Form von Medaillen, Orden, Urlaub, Geldprämien in Höhe von etwa 150 Mark. Oder Kaffeemaschinen werden zum Beispiel auch verteilt als Auszeichnung, als Prämie. Gilt der Schießbefehl noch? Ja, der Schießbefehl gilt nach wie vor. Die DDR hat zwar 1982 ein neues Grenzgesetz geschaffen, hat, in dem also die Schusswaffengebrauchsordnung formell festgelegt ist. In den täglichen Befehlen, also der Vergatterung, in dem Befehl, den die Soldaten vor jedem Einsatz erhalten, heißt es aber nach wie vor, dass sie eingesetzt sind mit der Aufgabe, Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten. Also die sowjetische Besatzungsmacht hat bereits 46 Anweisungen gegeben, eine Grenzpolizei aufzustellen. Das war zunächst bescheiden, aber es gab bereits, als unser Bundesgrenzschutz 1951 aufgestellt wurde, schon ungefähr 20.000 Mann deutsche Grenzpolizei. Diese deutsche Grenzpolizei unterstand zunächst dem Ministerium des Innern, dann dem Ministerium für Staatssicherheit, dann wieder dem Ministerium des Innern. Sie wurde schon Mitte der 50er Jahre von einer Polizei zu einer Grenztruppe ausgebildet, gebildet, umstrukturiert und wurde dann nach dem Mauerbau am 13. Januar 1961 im September des gleichen Jahres übernommen in die Nationale Volksarmee als Kommandogrenze der NVA und wurde dort als Garde der Nationalen Volksarmee, also als eine gewisse Elitetruppe in den 60er Jahren bezeichnet. Ausgegliedert wurde sie dann, da streiten sich die Fachleute etwas, entweder 1972/73 oder ein Jahr später aus der Nationalen Volksarmee wieder herausgenommen, um diese 50.000 Mann, die es ja gibt, nicht bei den MBFR-Verhandlungen in Wien vorzeigen zu müssen. Gemeint sind die seit 13 Jahren andauernden Wiener Verhandlungen über einen räumlich begrenzten Truppenabbau in Europa. Abstecher nach Berlin, die Grenze der DDR zu West-Berlin. Ähnlich angelegt wie die 1.393 Kilometer lange Grenze zwischen beiden deutschen Staaten. Gleich sind die Grenzsperranlagen, gleich das ausgeklügelte Überwachungs- und Sperrsystem. Auch hier gibt es Hundelaufanlagen. Unstrittig ist hier der Grenzverlauf in Flüssen und Seen. Grenztonnen markieren die Demarkationslinie. Wassersportler und Angler haben sich daran gewöhnt. Und doch ist diese Grenze der Stachel im Fleisch der Deutschen. Zeichen rücksichtsloser Entschiedenheit. Der 162 Kilometer lange Ring um Berlin ist praktisch unüberwindbar. Die 44,8 Kilometer lange Mauer, die Sektorengrenze zwischen dem östlichen und westlichen Teil Berlins, ist aus östlicher Richtung kaum durchlässig.
Gegen die verhasste Mauer, das hässliche Bauwerk, richteten sich immer wieder Sprengstoffanschläge, zuletzt offenbar von Rechtsradikalen. Die Mauer. Während unserer Dreharbeiten im Juni 1986 rast ein 17-jähriger lebensmüder Westberliner mit dem Auto gegen sie. Er zertrümmert zwei Betonplatten und landet verletzt auf DDR-Gebiet. Während der Fahrer im Gewahrsam der DDR medizinisch versorgt wird, schieben DDR-Grenztruppen den PKW durch das Mauerloch auf Westberliner Gebiet. Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer. Mauer, die Mauer, grau und kahl. Mauer, die Mauer, schmuddlige Schande. Mauer, mein Nationaldenkmal. Mauer, die Mauer. Auf der Mauer liegt eine Röhre aus Stahlbeton. Hüben wie drüben, du kommst nicht davon. Röhre, an der die Hände abrutschen. Röhre, an der die Blicke abgleiten. Mauer, die Mauer aus Hassbeton. Seit dem Mauerbau 1961 wurden von bundesdeutschen Behörden 184 Menschen registriert, die ihr Leben auf der Flucht von Ost nach West-Berlin, von Deutschland nach Deutschland verloren. Wie hoch die tatsächliche Todeszahl ist, lässt sich nicht ermitteln. "25 Jahre Mauer", von ihren Erbauern antifaschistischer Schutzwall genannt. Undurchlässig, kaum überwindbar von Ost nach West, neuerdings für einen breiten Asylantenstrom aus der dritten Welt, durchlässig wie nie zuvor. 25 Jahre Mauer, deutsche Hoffnung, deutsches Leid. Sehnsucht haben die Leute schon immer empfunden, diese Mauer eines Tages überschreiten, überfliegen zu können, aus den verschiedensten Gründen. Bei einigen sind es ganz platte ökonomische Sachen, dass sie nun das, was sie in der Reklame im Fernsehen sehen, auch mal live erleben möchten. Bei anderen sind es kulturelle Sehnsüchte oder einfach, dass man glaubt, man habe das Recht, einmal im Leben den Eiffelturm zu sehen. Und das Recht hat man auch, würde ich sagen. So dass eigentlich eine Sehnsucht geblieben ist. Und die Hoffnung hört nicht auf, dass das eines Tages mit dieser Mauer, diesem Schutzwall, wie man manchmal ironisch sagt, weil es so sich einbürgern sollte, was es natürlich nicht kann, dass man eines Tages doch darüber kann. Ich glaube auch nicht, dass das die Frage ist, ob man für oder gegen die Mauer ist, sondern ob man für oder gegen die DDR ist, nicht? Aus der sich dann alles andere ergibt. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Mauer wirklich nur das wäre, was sie nach dem offiziellen Sprachgebrauch ursprünglich sein sollte, ein antifaschistischer Schutzwall. Wenn sie das wäre, wäre alles in Ordnung, nicht? Aber es ist ja nur leider so, dass sehr viele andere Leute als gerade Faschisten unter der Mauer leiden müssen, nicht? Indem sie nicht einfach hin und her gehen können. Da soll die Mauer ruhig stehen, wenn man hin und her gehen kann, nicht? Jetzt nach 25 Jahren, entschuldigen Sie, es ist wohl in diesem Jahr so, frage ich mich noch, ist es nicht Zeit zu überlegen, wie durchlässig man die Mauer lassen sollte? Wie wichtig das ist, dass so eine Einmauerung nicht zur Mauer im Hirn wird für die Leute in der DDR. Und wie tragisch, dass zum Beispiel in Süddeutschland Menschen von der Mauer kaum wissen. Also das ist ein Auseinanderdriften. Ich als Berlinerin ist natürlich ein bisschen mein Thema und sehr mein Leben, weil ich immer in Berlin gelebt habe. Hat man sich mittlerweile an die Mauer gewöhnt? Ich glaube nicht, dass man sich an so ein Vehikel gewöhnen kann. Ich glaube es einfach nicht. Aber das wäre dann interessant zu befragen. Leute, die nichts von wissen, die nicht in Berührung kommen damit, werden es vielleicht weniger spüren. Leute, die nicht politisch denken, werden sie nicht bemerken. Aber wenn man sich mit Politik beschäftigt und wenn man in dieser Stadt hier lebt und wenn man in der DDR lebt, ist die Mauer ein Riesenpunkt. Das ist doch keine Frage. Ein Vierteljahrhundert ist doch sehr lang.
Ich fahre doch oft mit der S-Bahn rüber nach West-Berlin. Also jedes Mal durch diese Mauer. Ich sehe die Blicke der Mitreisenden, auch der jungen Leute, die also aus dem Westen kommen und die Grenze überfahren. Aber es ist eine gespannte, kritische, traurige Reaktion. Aber sie sieht zum Beispiel anders aus, als sie noch vor 10 Jahren aussah. Es gibt zum Beispiel keine Empörung mehr. Man hat das verinnerlicht. Das ist ein Faktum. Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen wissen auch, das Faktum lässt sich nur aus der Welt schaffen. Je näher die beiden deutschen Staaten einander kommen werden. Einmal bin ich mit dem Zug gefahren von Osnabrück. Man steigt in Osnabrück ein, in West-Berlin aus, rollt durch die DDR. Ich wusste, mir kann überhaupt nichts passieren. Ich habe meinen Bundespass und der DDR-Grenzmensch im Zug hat ihn angeschaut, hat Stempel reingemacht, alles war gut. Ob er den Namen gelesen hat, wahrscheinlich noch nicht mal das. Ich wusste, das ist alles ganz einfach. Dennoch habe ich bei dieser Fahrt solche wüste Magenschmerzen bekommen. Also mein Kopf wusste das, es kann nichts passieren. Mein Magen hat es offensichtlich nicht gewusst. Es ist also in unseren Gefühlen genauso stark drin wie im Denken. Die Mauer hat sich unserem ganzen Leben stark mitgeteilt. Ich habe sie als ein notwendiges Übel empfunden und für mich erkannt, also im Sinne von, es musste sein. Ich habe die Pathetisierung dieses Monsters nie gemocht. Das ist ja so Schutzwall, das finde ich ist Indianer- oder Germanensprache oder was, das mag ich nicht. Ich meine, Marxisten sollten sachlicher über sowas reden und auch solche Sachen einschränken oder relativieren können. Also für mich war sie ein notwendiges Übel. Inzwischen ist sie eigentlich fast ein überfälliges Übel, denn die DDR ist etabliert, hat sich, wenn man so will, durchgesetzt und hier rieselt der Putz ein bisschen. Also ich denke, die Mauer kriegt einen Sinn vielleicht wieder, wenn die Schlange in umgekehrter Richtung geht und die DDR Schwierigkeiten hätte, den ganzen Strom zu verkraften, der zu ihr reinfällt. Das könnte sein. Jede Gesellschaft hat ihre Tabus oder ihre Tabuzonen und verteidigt die. Und es gab eine gute Antwort auf Ihre Frage von Graham Greene, der war mal in Berlin, ich glaube vor 12 oder 15 Jahren. Und auf beiden Seiten auch und wurde dann gefragt, was ist die Mauer? Er sagte ja, für orthodoxe Kommunisten ist die Mauer das gleiche wie für Katholiken die unbefleckte Empfängnis. Darüber kann man nicht diskutieren. Und natürlich muss darüber diskutiert werden. Aber mit einem Katholiken ist es ganz schwer, über die unbefleckte Empfängnis zu diskutieren. Es wäre ja sicherlich recht aufregend für beide Teile Deutschland, wenn diese Mauer wirklich durchlässig sein würde. Was würde hier passieren? Was würde in der DDR passieren? Wo sind dann mehr Arbeitslose? Wie wird die Kunst dann gehandelt? Die DDR-Kunst in der Bundesrepublik und umgekehrt, dann würde sich viel von alleine regeln, dass so viele Menschen, wie man so schön sagt, abhauen. Daran glaube ich eigentlich nicht so, wenn sie die Möglichkeit hätten, zurückzukommen. Wenn sie die Möglichkeit hätten und wenn sie nicht die Geächteten wären, wenn sie der DDR den Rücken kehren, nicht die Verräter. Jetzt haben wir doch einen moralischen Punkt drin, aber es sind nicht alle Verräter, die DDR verlassen. Aber was für eine Verschwendung. Stellen Sie sich doch vor, was diese Tausende und Tausende von Menschen, die da Dienst tun,
wenn sie das nicht machen müssten, was die schaffen könnten und wie viel mehr wir, um wie viel weiter wir gekommen wären, wenn diese Menschen zur Verfügung ständen, um eine vernünftige Arbeit zu tun. Das ist ja auch das Schlimme dabei, nicht? Dieser Verschwendung von Menschen und von Arbeitskraft. Und Material. Und Material gar nicht zu reden. Was hätten wir für Häuser bauen können mit diesem Beton? Wenn Sie mich nach der Mauer fragen, die hat mir eigentlich in meinem Leben nie viel Glück gebracht. 1961 war ich zu Besuch bei meiner Mutter in Duisburg, bin freiwillig wieder hinter die Mauer zurückgegangen. Ja, und dann hockte ich da und war traurig, dass ich nie rüber konnte. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sitze ich vor der Mauer und bin traurig, dass ich nicht dahinter kann. Wenigstens besuchsweise. An manchen Stellen in West-Berlin wurde die Mauer veredelt, verändert, angestrichen, bemalt. Künstler halfen, das Bauwerk erträglich zu machen. Nur wenigen gelingt die Flucht. Der einzige, der in diesem Jahr diese Mauer in der geteilten Stadt unversehrt von Ost nach West überwinden konnte, berichtet. Wie durch ein Wunder gelangte er nach West-Berlin. Am 17. Januar habe ich auf diesem Gelände des Checkpoint Charlies gearbeitet, am Grenzübergang Friedrichstraße. Ich war dort beschäftigt mit sicherungstechnischen Anlagen auf diesem Gelände. Und am 17. Januar, Nachmittag 3:30, ist mir die Flucht von Ost-Berlin nach West-Berlin gelungen. Ich lief von diesem Altbau los, weil ich sah, die beiden Grenzsoldaten sind nicht in Sichtweite. Und langsam auf diese Grenztürme zulaufen ging nicht. Denn wenn man dort langsam läuft, kommen die Grenzsoldaten sofort raus und begleiten einen. Also rannte ich von diesem Altbau auf diesen Grenzsperranlage zu, an diesem Schlachtbaum. Am Schlachtbaum stand ein Hauptmann der DDR. Ja, ich lief bis auf 2 Meter auf ihn zu. Und als ich unmittelbar neben ihm stand, bekam er mein Vorhaben mit, rannte mir bis zur Demarkationslinie hinterher und schrie, dich Schwein krieg ich noch. Er hätte ja auch schießen können. Bestimmt, ich weiß es nicht genau. Für mich gab es eigentlich nur die Alternative, die DDR illegal zu verlassen. Was sind die Motive? Die eigentlichen Motive, bin Pazifist, habe in der DDR bei der Musterung für den Grundwehrdienst, der NVA, den Wehrdienst mit der Waffe abgelehnt, habe weiterhin in der evangelischen Friedensbewegung mitgearbeitet, jahrelang, habe drüben sehr viele Aufklärungsarbeiten gemacht, aber nicht so, wie es Vater und Staat in der DDR publik tut. Juni 1986, der hessisch-thüringische Grenzabschnitt. Wir überfliegen mit einem Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes die Werra. Der Fluss ist stark verschmutzt, belastet auch durch Kalilaugen aus der DDR. Umweltverschmutzung ist grenzüberschreitend, lässt sich durch Grenzen und Sperrgitter nicht aufhalten. Seit den atomaren Wolken von Tschernobyl sind Grenzen noch zweifelhafter geworden, noch sinnloser. Bodenminen werden beseitigt. Oktober 1985. In den letzten Jahren hat sich an der deutsch-deutschen Grenze vieles verändert. Vor 20 Monaten wurden die letzten Selbstschussanlagen abgebaut, Todesautomaten. Zwar ist die Grenze nicht durchlässiger, aber weniger blutig geworden. Ein fast lückenloses Frühwarnsystem wurde auf DDR-Seite installiert. Der Schutzstreifenzaun, von der DDR Grenzsignalzaun genannt, ist seit 1983 erheblich verdichtet worden. Das Gebiet der DDR beginnt nicht nur hier in Hessen mit den Grenzsteinen. Es gibt kein Niemandsland. Das Gelände zwischen Grenzsteinen und Grenzsperranlagen ist Staatsgebiet der DDR.
Dann steht da der Metallgitterzaun. Nächstes Hindernis, der etwa 1,5 Meter tiefe Kraftfahrzeugsperrgraben. Dann der 6 Meter breite, geeckte Spurensicherungsstreifen. Für Grenzstreifen und Alarmgruppen ist der betonierte Kolonnenweg. Mitten im Gelände Wachtürme besetzt mit Grenzsoldaten. In weiteren Abständen die sogenannten Grenzführungspunkte, größere Türme, die mit elektronischem Überwachungsgerät ausgerüstet wurden. Hier ein demontiertes Alarm- und Signalgerät, das zur Anlage des Hinterlandzaunes gehört, der zwischen 500 und 5000 Meter parallel zur eigentlichen Grenzlinie verläuft. Modernste Elektronik. Und ein weiterer Metallgitterzaun. Obenauf Stacheldraht an Isolatoren als elektrische Signalträger, die bei Berühren im nächsten Grenzführungspunkt Alarm auslösen und zugleich eine Rundumleuchte in Gang setzt. Schließlich Betonbunker mit Schießluken nach 3 Seiten, außerdem Lichtsperren und Lampen. Während wir drehen, der Zufall führt Regie, gelingt einem Grenzsoldaten die Flucht. Ja, heute Morgen bin ich eingesetzt worden als Grenzstreife der DDR. Tja, dabei habe ich dann nach der Dämmerung meinen Postenführer überlistet, der eben geträumt hat, muss man sagen. Und dadurch ist mir die Flucht in die Bundesrepublik gelungen, ohne Verletzung und ohne ihn zu verletzen. Ich bin als Fahrzeugführer eingeteilt worden und bin mit meinem Fahrzeug direkt an den letzten Zaun gefahren, von der DDR aus gesehen. Und bin ausgestiegen, das ging alles sehr schnell, bin ausgestiegen, aufs Fahrerhaus geklettert und habe den letzten Zaun überwunden. Und bin dann hier gut angekommen und sehr gut aufgenommen worden. Ich war mit den politischen und wirtschaftlichen Umständen in der DDR nicht zufrieden. Ich wollte eben mehr Freiheit, mein Leben irgendwie besser leben, also auch mal was von der Welt kennenlernen. Mehr erleben, reisen, frei sein. Am Tag zuvor hatten wir diesen Grenzsoldaten zufällig aus dem Hubschrauber aufgenommen. Deutlich zu sehen der LKW. Ja, hier sieht man nochmal das Fahrzeug, mit dem mir die Flucht gelungen ist. Ich stehe hinterm Tor, stelle die Spurensicherheit her. Tja, mein Postenführer steht am Tor, jetzt laufe ich zum Tor. Der Hubschrauber kreiste genau über uns, aber ich konnte ihm auch nicht hingucken und mich umdrehen. Das hätte dann Ärger gegeben. Seine Flucht über die Grenze bei Eschwege verrät auch etwas von den Wünschen der Bürger im anderen Deutschland, von ihren Sehnsüchten, ihren Alltagsvorstellungen. Die sicher erfolgreichste Fernsehsendung in der DDR ist Dallas, nicht? Und das finde ich schon sehr ulkig, wenn Leute, die tagsüber oft richtige Sozialisten sind, abends sich den Schicksalen dieser Millionärsfamilie widmen, nicht? Und zwar anteilnehmend. In grenznahen Dörfern der DDR gelangen Fremde nur mit Sondergenehmigung. Jeder Unbekannte muss sofort gemeldet werden. Kontaktaufnahmen mit Menschen aus der Bundesrepublik sind zu meiden. Grüßende, winkende Bewohner erlebt der Beobachter selten. Abends entlang der Grenze. Rund um die Uhr sind Streifen des Bundesgrenzschutzes und des Zolls unterwegs, mit Fahrzeugen und zu Fuß. In Bayern zusätzlich Angehörige der Grenzpolizei. Rund 17.800 Beamte sind eingesetzt. Auf der anderen Seite stehen etwa 35.000 Grenzsoldaten. Am Ring um West-Berlin außerdem 15.000 Soldaten der DDR-Grenztruppen. Sie überwachen, beobachten, stellen fest, melden, notieren Verdächtiges. Kontakte zwischen bundesdeutschen Beamten und DDR-Grenztruppen gibt es nicht. Nur bei außergewöhnlichen Zwischenfällen, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, spricht man miteinander. Der bayerische Abschnitt der deutsch-deutschen Grenze. 446 Kilometer lang.
Die Bilder gleichen sich. Ob Wald oder Feld, ob See oder Fluss, ob Berg oder Tal, Sperranlagen zerschneiden die Landschaft, verändern das Bewusstsein, das Leben. Wie oft in den Schaltstellen der Grenzüberwachung tagsüber oder nachts Alarmzeichen aufleuchten und mutmaßliche Durchbruchstellen anzeigen, ist geheim. Salven aus Maschinenpistolen der russischen Kalaschnikow werden immer seltener registriert. Die lautlose elektronische Grenzsicherungsanlage scheint perfekt zu sein. Trotzdem gelang es 1985, 160 DDR-Bewohnern die Grenzsperranlagen Richtung Westen zu überwinden. Als wir in diesem Abschnitt drehen, flüchtet ein 19-jähriger Grenzsoldat der DDR an dieser Stelle. Er hatte seinen Kameraden auf dem Kontrollturm überlistet. Öffnete den Turm, ging raus und dann wartete ich, bis mein Postenführer auch zum Turm herunterkommt. So kurz bevor er dann unten war an der Tür, machte ich die Tür zu, hängte das Schloss ein und habe eben angefangen zu laufen in Richtung Grenze. Ich berechnete schon ungefähr die Zeit, die er braucht, um von unten von der Tür bis wieder hoch des Turms zu kommen und dann sozusagen gegen mich die Schusswaffe anwenden könnte. Als ich die Grenze passierte, löste ich noch ein Signalgerät aus. Danach wählte ich von den sogenannten drei Fluchtwegen, die dort bestanden, einen durch den Wald. Nach wie vor gibt es den Schießbefehl. Davor haben viele Grenzsoldaten Angst. Angst, auf Sperrbrecher schießen zu müssen. Ein Vierteljahrhundert deutsch-deutsche Angst sucht Auswege, Lösungen. An einer Grenze tritt man der Staatsmacht in ihrer ungeschminktesten Form gegenüber und die ist notgedrungen hässlich. Der Staat, der sich an seinen Grenzen eher versteckt, wird dort einen angenehmen Eindruck machen. Und der Staat, der sich dort aufbläht, einen schlechten. Ich kann es gut verstehen, wenn in der Bundesrepublik immer und immer wieder von dieser Grenze gesprochen wird. Sobald davon die Rede ist, steht die DDR in einem schiefen Licht da. Es gibt andere Vergleiche, bei denen das Urteil nicht so eindeutig ist. Aber bei diesem speziellen schneidet die DDR sehr schlecht ab. Und wenn jemand dort hofft, man könnte eines Tages hier in der Bundesrepublik dieses Themas überdrüssig werden, der irrt sich gewaltig. Nichts ist ewig und irgendwann wird sie mal nicht mehr sein. Niemand auf der Welt kann sich jetzt vorstellen, wann das ist und unter welchen Umständen. Sie wird dann in ihrem Lauf noch Jahrtausende eingegraben sein in die Landschaft. Viel stärker als der Limes, den die Römer gebaut haben, den man ja heute noch nachweisen kann. Was da an Erdbewegungen geschaffen worden ist, was für Erde bewegt worden ist, was für Beton hineingebaut worden ist, es wird noch nach Jahrtausenden zu sehen sein. Würde man sie jetzt aufmachen, würde nach einer Woche die Wirtschaft der DDR zusammenbrechen und nach einem Monat die der Bundesrepublik. Also man kann es gar nicht machen, niemand kann es machen. Bloß beide Seiten, beide Staaten sollten sehen, dass sie immer mehr Erleichterungen schaffen, dass sie sie durchlässiger machen, offener machen, dass dann doch der Schießbefehl zurückgenommen wird und dass auf beiden Seiten leichter damit zu leben ist.